Hallo, mein Name ist Sarah Grunert und wir sind hier vor dem Holzhausen-Schlösschen in Frankfurt-Nordend. Und das ist der Sitz der Frankfurter Lesepaten. Und ich stelle Ihnen jetzt Frau Hase vor, die Sprecherin von diesen Frankfurter Lesepaten. Und ich bin seit neuestem Frischling und bin jetzt auch Lesepatin. Also, kommt mit rein. Hallo Frau Hase, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und dass ich Sie vorstellen darf. Und Sie sind ja die Sprecherin von den Frankfurter Lesepaten. Was bedeutet es, ein Lesepate zu sein? Also Lesepate zu sein heißt, man hilft 6- bis 10-jährigen Kindern, wir sind immer in der Grundschule, man hilft ihnen, lesen zu lernen. Mhm. Und man hört den Kindern zu. Es geht eigentlich darum, dass die Kinder vorlesen und die Lesepaten hören aufmerksam zu, fragen dann auch danach ein wenig nach dem Inhalt, denn man kann sich gar nicht vorstellen, wie oft Kinder flüssig lesen. Vermeintlich haben sie auch alles gut verstanden, aber dem ist gar nicht so. Und dann fragt man noch ein wenig danach, was hast du denn gelesen, wie war denn die Geschichte? Und dann kann man erst mal sehen, haben die das auch wirklich verstanden. Meistens werden zwar die Lesepaten auch gefragt, ob sie noch was mitmachen, also so ein Wandertag oder so. Und das macht, glaube ich, auch vielen Spaß, dass sie sich so etwas eingebunden fühlen. Also es ist schon toll, sich wieder daran zu erinnern, wie komplex es eigentlich ist, überhaupt zu lesen. Also es gibt einzelne Buchstaben, die muss man erstmal erkennen, dann muss man wissen, wie sie klingen, dann muss man die Silben zusammenziehen, dann hat man vielleicht ein Wort und dann will man einen ganzen Satz lesen und am Ende des Satzes hat man schon wieder vergessen, um was es überhaupt ging.